Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Demon's Souls. Ich bin hier schon in den Kalkstein reingegangen. Ich habe gesehen, dass nach dem letzten Boss die Tendenz Pure White ist. Das seht ihr unten links, ne? Ist das richtig schön am Strahlen. Und ich hatte, glaube ich, in der ersten Folge ja mal gesagt, dass wenn es Pure White oder Pure Black ist, gibt es verschiedene Sachen, die passieren. Und hier sind ja zum Beispiel die Tore aufgegangen. Und hier können wir mal eben durchgehen und schauen, was hier so gibt. Ich weiß das natürlich schon, aber ihr nicht. Das ist für euch bestimmt ganz interessant. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Da vorne ist ein Lizard. Alles schön einsammeln. Da war noch ein Item, oder? Ne, okay. Ich kann mir mal eben den Chat wieder nach rechts machen. Ich weiß es. Aua. Und ich will jetzt gleich auf jeden Fall mal die Feuerbrunst ausprobieren. So, und hier kommt nämlich jetzt ein starker Gegner. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die ist nämlich versteckt. Hier hinter. Hallöchen. Der Henker ist das nämlich. Oh wow, ist das stark. Gefällt mir. Das gefällt mir. Gerne mehr. Das ist nämlich ein ganz schön starker Gegner hier eigentlich. Und hier gibt es eine richtig coole Rüstung, die will ich auch anziehen. Dann kann man jetzt auch das Ritterschild tragen, oder? Ey, wie schwer ist denn das Ritterschild bitte? 5, wieso bin ich denn so schwach? Ich muss gleich mal ein bisschen auf Ausrüstung gehen, das geht da gar nicht klar. So, und hier kann man dann noch so ein Parcours runterspringen. Wir lieben ja Jump and Run in Souls Games. Gibt nichts Besseres. Jump and Run in Souls Games. Love it. Love it. Farblose Dämonenseele, so, genau. Damit konnte man irgendwas machen. Frag mich nicht was. Ist zu lang her. Ich weiß es nicht. Googelt es. Ja, ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Vor dem Sprung hier runter. Egal. YOLO. Das ist eine richtig geile Rüstung. Da habe ich aber gar keinen. Nee, ich kann eigentlich. Na, egal.
Ach ja, ich habe gar nicht gesagt, wieso ich hier bin, ne? Man kriegt vom Lagermeister eigentlich einen Ring geschenkt, wenn man ihm was von seiner Tochter oder so zeigt. Und ich dachte eigentlich, das wäre hier. Oh, ich hätte es eingesammelt. Ja, das habe ich doch hier eingesammelt. Bin ich blöd? Oder ist auf der anderen Seite? Hängt da nichts mehr. Komisch. Ah, vielleicht vertue ich mich auch. Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Heute vielleicht König Alland besiegen. Ich gehe mal kurz zurück leveln. Dann geht es dem König an den Kragen. Obwohl das ist eigentlich schon richtig Endgame-Gebiet. Wir sollten eigentlich nicht hingehen. Das ist eigentlich dumm. So, wie kriege ich denn mehr Belastung? Seele der Verlorenen aus Beziehung? ihrem Gefängnis Ausrüstungslast? gewährt eure Stärke? Gar Stärke, auf nichts? dass die Welt geheilt werde. Gegenstandslast, ja. Also muss ich Auf auf dass Kondi die gehen. Welt geheilt werde. Seid ihr fertig? Ja, den Keilstein hier haben wir Nun. schon fertig. Wir haben den ersten quasi fast fertig. Dann könnte man jetzt. Was haben wir hier? Genau, man könnte in den Elfenbeinturm, da gibt es die. Wie hieß denn der nochmal? Weiß ich nicht. Könnte man hier, das würde ich wahrscheinlich am ehesten machen, weil der Boss auch relativ easy ist. Und das war aber ganz zum Schluss, weil das die Schlimmste ist. Mal ran der Insel. Richie, bevor ich die Frage beantworte, musst du erstmal subben, damit du überhaupt mitmachen darfst. So ein Ding ist das doch. One-Hit! Fühle ich. Muss ich mich mal kurz regenerieren, weil ich bin im Wort getroffen. Hab außer den Timer gedrückt. Kommt die nächsten Tage? Na gut, dann werde ich hier die Frage dann beantworten. Also Feuerbrunst ist ja mal komplett OP. Fühle ich. Das ist genau was für mich. Aua. Du Scheißtyp. Zack. 200 Schaden, voll gut. Ich liebe es. Der One-Hit-Lu. One-Trick-Pony-Lu. So. Scheiße, ich habe nur ein altes Gewürz. Das ist schlecht. Habe ich denn Duftring an? Ja, immerhin. Die Magie ist gut. Ich kann euch auch nochmal eine Abkürzung zeigen. Jetzt nämlich eine richtig geile Abkürzung. Die ist eigentlich ganz geil, weil die ist im Remake, gibt es sie einfach immer noch. Die gab es im Base Game. Im normalen Game und hier gibt es sie halt immer noch. Wenn ich nicht komplett scheiße wäre, könnte ich es euch auch zeigen. Wenn ich nicht komplett scheiße wäre, könnte ich es euch auch zeigen. Ach komm schon, der war gut.
weiß nicht mehr, ob ich schnell laufen muss oder einfach ohne schnell laufen. Ich glaube, ohne schnell laufen war es sogar. Mann, wieso haben wir keinen Experten hier, der mir sagen kann, was ich falsch mache? Ich hab's gleich. Nein. Es muss weiter vorne an der Ecke sein. Hier so. Da ist es doch. Perfekt. Ups, stehen bleiben, Polizei. Dunkelmondsteinscherbe. Wenn ich davon nochmal eine bekommen würde, das wäre natürlich Luxus pur. Könnte ich die Waffe auf plus 1 machen. So, das ist so eine krasse Abkürzung, man ist halt hier direkt beim Boss. Das ist richtig geil. Ups. Hat man hier noch den Dude? Den muss man übrigens farmen. Für eine Trophäe. Was? Wieso treffe ich nicht? Hä? Frech. Klingensteinscherbe. Hör auf, habe ich die jetzt direkt gefunden? Ist das die? Die haben keine Experten dran, aber ist nicht die Klingensteinscherbe die, die ich brauche? Ich weiß nicht. Ja, wenn es die ist, krass. Bin mir aber gerade nicht sicher. So, hier haben wir den Richter. Eigentlich ein richtig easy Boss als Magier, wenn man die richtige Magie dabei hätte. Die ich natürlich nicht dabei habe. Deswegen machen wir den mal so, wie er gemacht wird. Der hat irgendwo hat er eine Öffnung am Körper. Genau, man kann ihn nur hier treffen. Da, wo es sowieso schon so weh ist. Der Arme. Genau, und dann fällt er irgendwann rum. Und dann kann man den Vogel treffen. Sieht halt gar nichts, perfekt. Danke fürs Drehen, du Scheißtier. Da ist der Vogel tot. Das war der Richter. Einer der einfachsten Bosse. Der nächste Boss ist eigentlich ganz spannend. Hier in dem Gebiet. Ähnlichkeit mit Lou in diesem Spiel. Weißt du doch. Ich spiele jedes Souls Game gleich. Ich brauche mal noch einen, oder? Bisschen mehr Magic. Nee, mehr Intelligenz für... No. Alter, das ist alles so teuer hier schon. Beleg mal. Kein Vergleich zu Dark Souls 2, ja, wirklich. Für... Ein Endboss brauche ich einfach einen anderen Zauber.
Den krieg ich doch nicht nur bei Freke, oder? Seid ihr euch sicher? Ich verdanke euch mein Leben. Wo gibt's den Zauberer da nochmal? Den gibt's in dem Turm, ne? Naja, scheiß drauf. Wieso hat er den Vogel an der Stelle, wo der Kopf ist? Also ich glaube, der Körper war tot und wurde vom Vogel gesteuert. Aber das ist auch wieder nur gefährliches Halbwissen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Na klar. Ich glaube, ich sollte den Händler mal hier befreien. Ah, komm. Ja, oder? Ach, scheiß drauf. Jetzt gleich sehen wir einen alten Bekannten. Den es in jedem Souls-Game gibt. Meint ihr so im Aussehen? Ach so. Ich dachte im Spielstil. Ich hatte gar nicht mehr im Kopf, dass sie so viel Schaden machen hier. Bin ich so schwach? Bin ich so schwach? Loom-Patches sind die ein dieselbe Person. Also jetzt wird's frech. One-Hit. Moin, Nick. Die Ähnlichkeit... Hallo? Ihr wollt mir sagen, das bin ich. Also erstmal ist das eine Frau, das ist schon mal frech allgemein. Ich hab doch keine Brüste und ich habe auch nicht so eine Kapuze auf dem Kopf. Mit so einem Zottel. Was soll das denn, dieses Mobbing hier immer? Immer dieses Gemobbe von euch. Es ist ja unaushaltbar. Guck mal, wer da ist. Habt ihr den Patch schon mal so realistisch gesehen? Guck mal, wie der aussieht. Er sieht aus wie Skoppel. Die Dämonen haben euch nicht erwischt, oder? Welch ein Glück. Seht ihr diese Grube? Sie ist voller Schätze. Aber ich schaffe es irgendwie nicht, selbst da dran zu kommen. Na los, schaut ruhig. Da sind mehr Reichtümer, als ich es mir je erträumt habe. Genau, diese Grube dort. Na los, geht etwas näher ran. Er sieht ein bisschen aus wie Knossi, habe ich das Gefühl. So vom, von den Zähnen her. Komm mal, Zähne sehen aus wie von Knossi. In der Grube an. Dann lassen wir uns was einfallen, um ihn rauszufischen. Wieso kickt er uns eigentlich immer irgendwo runter?
Der kickt uns jedes Mal irgendwo runter. Nehmt es mir nicht übel. Ja, lasst euch ruhig Zeit beim Verhungern. Dann plündere ich eure Überreste und verkaufe alles. Alles. Da waren Kollegen. Und da haben wir einen Nicht-Kollegen. Dunkelmondschein Klumpen, Schwarzaugenschein für mehr Augenstein. Okay. Aha, perfekt. Waffe auf plus 1. Konntet ihr das? Gott hat Umbasa. Umbasa. Ein, Dingsbums-Typen würde ich auch gerne mal haben. So ein Magier, so ein Glaubenstypen. Ich benutze irgendwie nie die Glaubenstypen in Souls Games. Außer Dark Souls 1, wegen den geilen Blitzen. Und Elden Ring kannst du den auch benutzen, aber sonst irgendwie gar nicht. Hallöchen. Ihr. Hey, es tut mir wirklich leid. Das habe ich nicht so gemeint. Man muss irgendwie über die Runden kommen, richtig? Hier, seht, ich kann es wieder gut machen. Es gibt nicht viele Menschen wie uns. Wir müssen zusammenhalten. Ich weiß. Nehmt dies als ein Zeichen der Freundschaft. Nicht schlecht, oder? Danke. Danke, danke, danke. Und richtige Pranks durchgeführt, ja. Und wie? Oh, ich hoffe, die ist im One-Hit. Nein, sind sie nicht. Das ist schlecht. Ich brauche eine Magie mit ein bisschen mehr Reichweite. Die ist ja, ich muss so nah ran. Thank you.
Moin Tobi, mein Bester. Ein Gefängnisgebiet, ein Spell. Im Gefängnisgebiet gibt es nicht nur einen Spell, im Gefängnisgebiet gibt es einen Magier, bei dem man Spells kaufen kann. Das war unlucky. Das war nochmal unlucky. Hier ist irgendwo so ein fucking Magier versteckt. Ich weiß aber nicht mehr wo. Lass mich da einfach vorbei, du Spacken. Auch eine Händlerin. Nee, nee, das ist ein... Das ist ein... Magier. Da gibt es auch eine Händlerin. Die singt die ganze Zeit. Aber da ist auch eingeschlossen ein Händler. Die ganze Zeit ohne Schild rumlaufen, gefällt mir gar nicht. Ich sage es euch ehrlich. Souls Games ohne Schilder, schwierig. Nochmal eine Dunkelmondscheinscherbe. Schmeckt. Schmecke die, schmeckt, schmeckt. So. Hier ist richtig schön. Also Real Talk, hier ist schön. Hier fühle ich mich immer wohl. Scheiß an die vier Leben. Ich glaube, ich lasse die einfach in Ruhe. Die bringen gar nichts. Geben 200. Was soll ich mit 200? Hier gibt es irgendwo eine geile Waffe, die will ich haben. Die kann ich weg. Aua. Alter, zieht das viel ab. Oh, hier. Ich weiß, wo die Waffe ist. Die ist hinten. Genau auf der anderen Seite. Ah ne, hier ist er. Null. Der Profi. Ja, Explosion. Die tut, kann wehtun. Das ist scheiße. So, und hier ist der nächste Boss. Der ist ganz spannend, weil der kann nichts sehen. Der hört euch nur. Das ist eigentlich ein echt cooler Boss. Hier gibt es manchmal Souls Games. Also, wenn hier jemand der Souls Gamer schlechthin ist, dann ja wohl ich. Absolut gutes Gameplay. Was soll das denn, nice Skoppel? Ich bin doch wohl ein Profi. Also der ist ganz cool, weil der kann nichts sehen, der Dummkopf. Der kann einfach nichts sehen. Der greift einfach irgendwo an. Der hat gar keine Ahnung. Der denkt sich einfach, ah, da greife ich mal an. Guck, der macht auch immer so. Das ist ganz witzig. Der hört einen nur. Dummkopf. 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 Hinter dir. Ich mach dir Feuer unterm Hintern. Feuer! Oh.
was macht der? Feuer! Alter, ob er mich trifft. Als ob er mich trifft. Als ob er mich trifft. Der trifft eigentlich nie was. Das ist ein richtiger Dummkopf. Ah, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Bei dem Boss bringt das gar nichts, weil der ist dumm. Der sieht nichts. Also manchmal denkt man schon, er sieht was. War ich schon mal hier? Keine Ahnung. Warst du schon mal hier? Der Tobi? Ich meine schon. Name sagt mir was. Ohne Schild ist doch einfach assi, sag ich ehrlich. Den Schlag habe ich gar nicht kommen sehen. Und was richtig lustig bei Demon's Souls ist, der Weg ist halt immer richtig, also der Weg ist immer Pain. Also der Weg ist wirklich sehr, sehr lang. Guck mal hier unten ist sogar der Bossraum. Das wusste ich gar nicht. Hey, was ist das denn für ein Vieh? Ich weiß jetzt nicht, ob der Magier wieder da ist. Aber dunkle Mondscheinscherbe? Yes. Lohnt sich. Das lohnt sich. Wenn Nobu jetzt hier wäre, könnten wir noch mal ein bisschen Multiplayer machen, aber ist er anscheinend nicht da. Hat er Pech. Opa. So, schau mal, ob es jetzt besser läuft. Mit dem Blinden. Mit dem Blindfisch. Dem alten Blindfisch. Also, wie er mich immer trifft, das ist so ein Lacker.
klar. Also ich habe echt bad luck gerade. Probier es mal ein bisschen hier mit. Alter! Als ob er trifft. Was ist das denn für eine Range? Ja, ich habe leider nichts, um meine Magie zu heilen. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich bin echt schlecht vorbereitet für den Boss. Man wird das schon. Aber wenn das so einfach wäre, ne? Niemals. Niemals!
wieso hat er sich nicht geheilt? Das Schwarze, wo sie sind noch da, gestärkt. Jede Sicht in aller Hand. In aller Hand. Das war's. Das gibt's nicht. Das Level mache ich auf jeden Fall noch, damit ich rollen kann. So ein Kack. Ich denke, ich bin noch nicht stark genug hier für den und für den blinden auf Long Range Spell. Ja, mir fehlt der Spell, den hole ich mir jetzt auch. Ich denke, das macht einiges aus. Dieser Nahkampf, das ist echt scheiße. Wir holen uns auf jeden Fall jetzt mal den besseren. Hier ist übrigens Patches jetzt, ne? Den kann man manchmal auch coole Sachen kaufen. Ring des Dufts nochmal. Mhm. Und Gräser kann man bei dem auch kaufen, ist auch ganz gut. Ach, muss ich ärgern. Da gehen wir einmal durch und holen uns den Zauberer. Ah. Ich kenne die Wege hier nicht mehr hundertprozentig auswendig. Das ist ja alles auch sehr complicated. Frisches Gewürz. Aber das ist auch gut. Hier kann ich ein paar Gewürze aussammeln. Ist der nicht hier rein? War hier nicht gerade noch einer? Deck tut richtig weh, wenn der einen mit seiner Magie drückt. Muss man echt aufpassen. Ganz doll muss man bei dem aufpassen. Weg mit euch! Schlüssel, E3.
Weg. Weg. Die eine, die da singt, das ist übrigens der Händler, oder die Händlerin, die Skoppel meinte. Die... Ich glaube, die hatte auch was Gutes zu verkaufen sogar. Bin aber nicht mehr sicher, ist zu lang her. Auch die hier zu finden, das ist schon complicated genug. Hier überhaupt was zu finden, ist schon schwierig genug. Wie war denn das jetzt nochmal? Der da ruft, das ist Freke, der Magier. Du magst die Story von dem Gebiet? Ich kenne die Story von dem Gebiet nicht. Storymäßig bin ich sowieso immer ganz schlecht in Souls Games, das wisst ihr ja. Story und Soul... das sind nicht gerade meine Stärken. Weiß ich, lasse euch frei und ihr wollt mich angreifen. Ihr habt auch einen Schaden. Wie ist denn die Story hier, Bailey? Ich wollte irgendwas hier machen. Ach ja. Hier muss man durch. Hier ist ein Schlüssel. Muss ja auch aufpassen, weil man kann hier runterfallen. So nicht. So nicht, mein Freund. Ich glaube, da vorne war der, ne? Ja, vorne war der. Ja. Ja, der Endboss ist der auch cool, weil der ja PvP-Leute ruft, ne? Gibt auch eine Trophäe dafür. Wenn man als PvPler gerufen wird vom Monk und dann den und dann gewinnt. Also. Schön assi, ne? Hier ist er doch. Hallöchen. Ihr seid noch unversehrt, oh. Du liebe Zeit. Es ging mir schon besser. Die sieht echt böse aus. Ah, da, Ring der Gier, den will ich. 50k! Ach, ich möchte hier bleiben. Ich weiß nicht, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ich glaube aber, ich brauche nichts.
Jetzt werden mir jetzt noch 1000 fehlen. Die hole ich eben. Da haben wir doch 1000. Es ging mir schon besser. Vielen Dank. Jetzt kann ich. Hätte ich mir direkt am Anfang holen sollen. Aber naja. Hier ist ja ein Löchlein. Jo, bis später, Skobbel. Ich mag hier den Puppenboss. Den was? Den Puppenboss? Gibt's keinen Puppenboss. So, ich glaube, hier ist Freke. Das Problem mit Freke ist auch, man braucht, glaube ich, Pure White, um den rauszuholen. Bin mir aber nicht tausend... Da ist er. Bin mir aber nicht tausendprozentig sicher. Kann auch sein, dass ich den Schlüssel oben bekomme. Und sich mit Magie abschießt. Okay. Das tut weh. Das tut weh. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Nein, 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 nein.